So viel ist nicht. Oder ist halt schon despawned oder so. Ich weiß auch nicht. Ein paar Pfeile sollte ich vielleicht mal herstellen, ne? Eine guten alten Pfeilen hier. Oh. Dämonische Frostklaue. Mit Schild. Bin mir raten, da muss ich gleich hin. Ich weiß nicht, ob ich das will. Aber manchmal geht es nicht nach Wollen. So. Überbrücken wir hier nochmal. Yay. So, kommen sie rüber. Können sie drüben aus dem Fenster gucken. Toll macht ihr das. Ganz toll. Wie soll ich jetzt durch? Kabelüberführung. Tür wird von einem Metamaterialkonstruktion blockiert. Kann mit einem vereinten Einsatz zerstört werden. Okay. Wo ist denn jetzt hier Urea? Aha. Geht doch. Geht doch. Muss man immer erst meckern hier. Eine Textdatei. Ein MI-Gutachten. Ein Gutachtenformular zur Klassifizierung von maschineller künstlicher Intelligenz. Streng vertraulich und Eigentum der MIE. Kein Teil dieses Dokuments darf an Dritte weitergegeben werden. Hm. Doof. Betrifft Cyan, Firebreak-Anlage. Gutachtendatum 7. Juni 2062. Zusammenfassung. Dritter Test. Empfindungsvermögen des Testobjekts beträgt 0,54 innerhalb legaler Parameter. Vor den Ergebnissen der anderen Tests betrachtet, ist die frühere Punktzahl von 0,61 als Ausreißer anzusehen. Das Gutachten wurde aus den Perzentilpunktzahlen der folgenden qualitativen Subtests abgeleitet. Reaktion auf Schmerz, Reaktion auf Humor, emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung. Die zugefügten Formulare enthalten eine detaillierte Analyse und Zusammenfassung der Testkriterien. Empfehlung des Gutachters, halbjährlichen Begutachtungstermin beibehalten. Angesichts der Annäherung des Testobjekts an die maximale Empfindsamkeit der Kategorie wird eine fortlaufende Überwachung dringend angeraten. Also, wurde da getestet, ob die KI Schmerz empfindet? Und Humor und emotionale Anlagen, ästhetische Bewertung, moralische Bewertung? Finde ich interessant. Wenn man so eine KI erstellen kann, finde ich das durchaus sehr interessant. Würde ich auch haben wollen. Ich bin ja ein Fan von KIs. Und künstlichen Intelligenzen. Finde ich mega faszinierend, sowas. Und ich soll jetzt hier runter, ja? Seid ihr euch da ganz sicher? Ich frage nur nochmal nach. Dach. Erkunde die Brutstätte, habe ich getan. So. An alle anwesenden Menschen, die Rekonfiguration der Anlage hatte Instabilitäten der primären Geothermalleitung zur Folge. Es ist möglich, diese Schwachstellen zu nutzen, um kompromittierte Elemente dieser Anlage zu zerstören und die Hintergrundstabilisierung größtenteils zu erhalten. Übernahme bevorstehend. Ich habe diese Nachricht bemerkt. Ich verstehe nicht, was die Stimme uns sagen wollte. Sie suchte nach einem Weg, den Dämon zu besiegen. Vielleicht mit Erfolg. Ja, die Stimme will, oder die KI möchte, dass wir den Vulkan dazu nutzen, den Dämon zu besiegen. Nur hat das dann nicht auch weiter ausreichende Probleme?
wird der Vulkan dann nicht auch dazu kommen, hier hin und wieder einfach mal Magma auszuspucken und Katastrophen zu verursachen? Wenn wir halt dann die sämtlichen Sperrungen, die halt hier gemacht wurden, dann irgendwie aufheben. 28. November. Operation Enduring Victory macht Schlagzeilen. Der Pharaoh-Schwarm rückt an. Anita scheint Firebreak vor ihm verstecken zu wollen. Das heißt, sie glaubt, dass wir verlieren werden. Und der Schwarm Yellowstone erreichen wird. Mein Gott. Wenn das geschieht, sterben so gut wie alle. Alle außer Cyan. Siehst du, was daraus geworden ist. Okay, wir haben auf jeden Fall auch noch Fähigkeitspunkte. Die kann ich hier auch mal irgendwo investieren. Wir hatten jetzt hier das hier. Was hatte ich noch, was ich interessant fand? Den Dreifachpfeil, ne? Den machen wir auch. Dann kann ich jetzt einen dritten Pfeil sogar anlegen. Wir machen dreimal so viel Schaden. Statt mit einem Pfeil. Guten Tag. Maschinenteile. Zum Einschmelzen abgeladen. Wir müssen über diesen Abgrund. Netzwerk abnehmen, okay. Sieht aus, als müsste ich wohl rüber. Immer musst du alles machen, ne? Furchtbar, oder? Du musst jetzt aber nicht da lang, oder? Da haben wir noch ein paar Pilze, nehmen wir mal ganz kurz mit. Hier, das ist doch hier so ein Kopfteil von so einem Langhals, oder? Zum Einschmelzen und wiederverwerten. Übertriebener Overkill! So. Okay. Aber wo gehe ich jetzt hier am besten lang? Ich habe keine Ahnung. Hierüber nicht. Ich sehe halt mal wieder nichts, wo ich hochklettern kann. Hier. Ah, okay. So sieht das doch schon ganz gut aus. Um da jetzt irgendwo hochzukommen. Oder halt auch nicht. Nicht ganz so hoch. Okay, ich könnte da lang. Ich könnte auch hier lang und den Vorratsbehälter erstmal holen. Wie, jetzt kriege ich ihn mit? Maschinenkern klein. Also ich muss wieder Rohstoffe vernichten. Zerstör mal was hiervon. Was weg ist, ist weg. Jo. Wir werden voll. Nein, verdammt. So. Wie, jetzt hast du... Boah. Immer noch nicht genug Platz. Und und größer machen kann ich die Tasche gar nicht. Echohülse. Brauche ich Echohülsen? Nicht in den Massen eigentlich. So. Bitte warten. Jetzt die Pilze mit dem für ein Fitzelchen an Platz im Medizinbeutel. Nein, verdammt.
Manchmal weiß ich nicht, ob ich richtig laufe, ne? Bitte warten. So. Ja. Das war nicht ganz so gut. So ist schon besser. Noch jemand hier? Sehe ich jetzt so nicht. Die bewegen sich auch seitwärts. Ja, voll toll, ne? Da hinten da dieses Geschwür, das werde ich schon mal wegmachen. Jetzt hoffen, dass ich da irgendwie rüberkomme. Ah, da ist was. Das ist zwar nicht das, wo ich eigentlich hin wollte, aber hey. Ah, okay. Muss ich über den Weg da hinten hin, damit ich da über die Dinger dahin kann, damit ich dann wiederum dahin komme? Sehe ich das richtig? Okay, was für ein Umweg. Was haben wir hier? Eine Abrissspule, die ich nicht mitnehmen kann, weil wegen kein Platz. Okay, Modifikation. Haben wir hier irgendwas, was weg kann? Ja, das kann weg. Das kann weg. So ein 5% Tarnunggewebe brauche ich auch nicht. Nehmen wir sowas dann doch schon ganz gerne mit hier. Bitte warten. Oh oh. Ich höre etwas. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Ich weiß nicht, wo es ist. Das macht mir halt auch nochmal so. Ich höre es, aber ich sehe es gerade nicht. Was ist das da hinten? Ein dämonischer Wächter. Aber ein kaputter, ne? Da ist er.